Auf der Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zur wilden Jagd. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Keira ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf ansetzte. Und hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu einer weiteren Folge The Witcher Wild Hunt. So, jetzt sind wir auf der Spur von... Jetzt gehen wir nochmal zu dem Hanna aus den Wäldern. Wieso das letzte Mal nicht gespeichert hat, weiß ich auch nicht. Aber okay, wir versuchen es nochmal. Wenn es nicht funktioniert, dann machen wir was anderes. Und ja, vielleicht sind wir ja im Laufe der Aufnahme... Oder Aufnahmen, wie auch immer ich mir das nennen soll, machen wir dann mal die Mumen aus den Wäldern. Wo wir gerade eben schon was gehört haben von, wo wir auch letztes Mal was erfahren haben, bevor dieser Einspieler kam, oder diese Erzählung. Und, ja, wo laufe ich denn jetzt schon wieder hin? Hä? Mit dem haben wir doch schon gesprochen. Wieso ist das denn jetzt da? Ist das denn hier gespeichert? Naja. Sei gegrüßt. Was willst du? Ja, das Sula haben wir ja schon gesehen. Hast du die gekannt? Ich fand... Sula! Weißt du? Ja, das... Der Hunger. Der diesen Fluch kann ich nicht brechen. Ich muss die Erscheinung vertreiben. Wenn ich sie eine Weile lang an einem Ort binden kann, habe ich eine Chance. Gut, ja, das haben wir ja letztes Mal schon erfahren. Deswegen habe ich jetzt weitergespult. Ihr dürft mir ja nicht böse sein. Also, da kann man ja nichts falsch verstehen. Ich denke mal, ihr wolltet jetzt nicht den ganzen Text nochmal hören, was die beide da von sich geben. Weil wir wissen ja, um was es da geht. Denke ich mal, oder? So, jetzt warte mal hier. Eine Nachterscheinung wird tagsüber nicht auftauchen. Ja, das ist mir bewusst. Dann führen wir das mal herbei. Da hört man sie schon. Im Hintergrund. Da ist sie schon. Letztes Mal haben wir uns ja ein bisschen schwer mit ihr getan. Was jetzt, du Stück Dreck? Moment. Komm her. Weg hier. Weg hier. Was macht der? Ja. Das war jetzt meine eigene Doofheit. Ja, von dem Speicherstand. Nochmal. Laden, ja, ja. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht wieder mit dem sprechen müssen. Hoffe ich mal. Noch ein Versuch mit richtig Köpfchen und haben wir ja letztes Mal auch mal mit dieser Gorgo da versucht, aber da hat es ja nicht so geklappt, wie es sollte. Ja.
kriegen wir schon hin. Ich mache mir erstmal was anderes. Wir haben ja Level 10, aber steht zwar normalerweise für gut, dass man das hinkriegen sollte, aber wenn man manchmal ein bisschen verträumt ist, dann... Findet ihr das Display eigentlich gut oder eher nicht so? Ach ja, komm. Dann machen wir später jetzt. Jetzt habe ich keine Lust, noch 50 Mal das gleiche Quest zu machen. Nebenquest. Einladung von Kira Metz. Das ist ja ein bisschen zu frisch, dass wir das überhaupt machen jetzt. Das könnte man machen, ja, aber ich will jetzt nicht die Geschichte durchprügeln. Ich will jetzt einfach mal gucken, was es hier noch in der Nähe gibt. Vielleicht leveln wir ja auf. Etwas schneller als sonst. Dann gehen wir doch erstmal hier hin. Ne? Das gehört ja dazu, dass man nicht die Geschichte durchprügelt, sondern dass man nach und nach die Sachen macht. Und ja. Weil man findet ja hier immer wieder was Neues. Wie er selber ja vielleicht wisst, verlassene Städte. Irgendwelche letzten Worte? Alter, zieh deine scheiß Messer, du, sonst flipp ich aus. Es tritt dem gleich ins Gesicht. Das kann doch nicht wahr. Was ist denn los? Hat der Kacke gefressen oder was? Entschuldigung, echt, da flippe ich aus. Was ist denn los? Ich habe eine Woche jetzt vielleicht ein paar Tage nicht gespielt, ja, aber das heißt doch nicht, dass ich jetzt nicht das Spiel spielen kann. Also, das, verstehe ich nicht. Was ist denn los? Was ist los, Junge? Muss mal ein bisschen gerade den Arm losschrauben, damit ich ein bisschen... Ah, genau so. So ist doch wunderbar. Naja. Sagen wir mal, die ersten 8 Minuten sind gar nicht passiert. Und nochmal auf die Karte gucken, markieren uns das mal, die sind Level 5, Junge, Level 5. Da müssen wir hin. Da speichert er, aber, naja. Dass er zu denen hingeht oder dass er die Städte da... Ich weiß auch nicht, was mit dem Geralt heute los ist. Endre jagen. Ja, da wollen wir jetzt nicht unbedingt gerade mit zu tun haben. Lieber Geralt. Hier waren wir aber letztes Mal nicht. Ja, ich bin Zauberer, genau. Sind wir wieder belastet? Müssen wir gleich mal was. Entweder was. So, das war denn. Hm?
War das nicht letztes Mal schon mal? Haben sich wohl wieder ein paar neue angesiedelt. Gut, dann gucken wir nochmal auf. Bin ein bisschen durcheinander halt. Aus Gründen. Wir nehmen jetzt mal das jetzt hier. Ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Vielleicht muss ich mich erstmal wieder einspielen oder. Warte mal. Ich denke, wieso rennt der nicht? Ich renne hier volle Pulle und nichts passiert. Ja, ja, ja. So. Jetzt kann der Junge wieder normal gehen. Natürlich ist das gut, wenn das eingeblendet wird, aber. Oder das. Aspekt ist, aber bei WoW, da spielst du, da sammelst du auch nicht. Dann hast du deine ganze Taschen voll und dann kannst du nicht mehr gehen. Natürlich muss es realistisch sein, aber ja. Was ist los? Geh doch weg. Ach so, seine Rüstung ist kaputt. Ja, geh weg. Geh weg, Geralt. Komm. Können wir gerade uns reparieren? Ich weiß, das ist normalerweise. Darf man normalerweise nicht, aber. Wir machen mal eine Ausnahme, ne? Geht. Geht alles. Auf den alten Sack müssen wir aufpassen. Ja, genau das habe ich gemeint. Hier, 5000 Leute knallen auf dich drauf. Und du kriegst... und der Geralt ist hier, weiß ich gerade, Picknick am machen. Wir haben gerade die Rüstung repariert. Hast du da was von gemerkt, oder... Weil so viele mit Pfeilen schießen, das ist der. Das hält er nicht durch. Och komm, Geralt. Also was ist denn hier los? Dann fress hier ein bisschen Pfeffer. Vielleicht geht's ja dann. So, jetzt vielleicht? Och, Geralt, dann lauf doch nach vorne und spring, du kleine Missgeburt. Ja, dann versuch's. Da leck mich doch am... Nein, ich schneide nix. Ich bring die jetzt eher eigenhändig um. Ich bring gleich ins Spiel rein. Du. Ich weiß nicht, was los ist. Soll ich mal die Geschichte machen? Vielleicht heißt das das. Ist ja nicht so schlimm, wenn man das dann macht. Das heißt ja nicht so, jetzt musst du direkt nach, ne, in die nächste Stadt oder so. Gucken wir mal. Speichern jetzt genau vor der Stadt da ab und dann, oder ja, kleine Gebiet. So. Schon ein bisschen blöd.
So, jetzt gucken wir direkt mal auf die Karte. Markieren uns den scheiß Ort. Tut mir leid, dass ich so archig werde, aber... Ich hoffe, das ist der Ort, den ich meine. Kann doch nicht wahr sein. Ja, ja. Gut. Der falsche Knopf gedrückt. Ja. Ja. Ich weiß, ich hatte ein... Ja, ich glaube, wir haben gespeichert und habe dann nicht drauf geachtet, was da war. Und dann... Siehst du, so taktisch müssen wir hier durchlaufen. Müssen wir alle wohin locken, zu den Fässern locken und dann... Ja, dann versuch das doch. Alle zusammen! Jetzt! Scheiße! Ja, so geht das. Normalerweise. Ja, dann versuch das nochmal, sage ich dir das. So. Da werde ich aggressiv. Bei der nächsten, bei den letzten Erweiterungen wird das ein bisschen anders hier gelöst, aber da will ich ja nichts vorgreifen. Ich habe ja nichts, wirklich, ich habe ja nichts gesagt. Also, was ich verraten hätte können. So. Das Bild nehmen wir schon mal nicht. Sprach eine Alte zur anderen Wurzeln, bekomme ich Bauchschmerzen. Ich schicke dir ein Rechen in die Möse. Aha. Mal gucken, was er jetzt zu sagen hat. Wenn ich je einen Sohn... Nee, nicht ein Geralt. Was? Tja, die Kräuterleute sind immer total... Weißt du, was sind immer neben die Schuh. Ich weiß auch nicht, wieso. Gut. Gut, alles klar. Leb wohl. Naja. Na, wir mussten, man muss ein bisschen... Und du bist der Hexenmann? Ja, ich bin der Hexenmann. Ich hab schon Interessanteres auf meiner Nase geholt. Ach so. Und denn, wenn die Popel wichtiger sind als dein, als dass ich dir die Stadt gerettet habe, dass du wieder deine Sachen verkaufen kannst, wenn du total bekifft da stehst. Ja, ein bisschen Wut ablassen, ganz locker, durch die Hose atmen. Gleich haben wir so viel Übergewicht, da kriegt der gleich, der Geralt. Das hast du mich doch schon gefragt. In Niederwürz und ein altes Hansel wird sie zum Reisig sammeln in den Wald, wo sie von Bestien gefressen wird. Solange die Schüssel voll ist, nicht meine Schuld. Das Feuer reinigt. Brüder und Schwestern, schließt euch uns im Teufelsprung an. Ja. Lieber küsse ich einen Elch, oder was? Wer riecht denn hier? Aha, gut. Na denn, nun denn. Gucken wir mal weiter. So, dann gehen wir mal dorthin. Ja, das heißt jetzt nicht, dass ich alle machen will, aber ich will ein bisschen aufleveln. Ja. Es gibt einen.
Der da ist und wäre welche. Oh, naja, okay. Da ist er jetzt egal. So. Jetzt kann man wieder laufen. Ja. Das ist alle. Wen haben wir denn da? Irgendwelche letzten Worte. Piraten. Ja, zieh du mal in deine Pfeile richtig rein und dann fängst an zu kämpfen. Alter, hier ist wieder so eine ganze Horde. Ja, zeig du mal, dass sie hinter mir aussteht. Ich zeig dir gleich, wo der Frosch die Locken hat. Was denn mit dem Geralt? Wieso ist denn die Rüstung jetzt schon wieder im Arsch? Ja, komm. Lass dich noch ein bisschen verprügeln, Geralt, du hohle Nuss. Kleines bisschen Gemetzel muss sein. Wenn man sich erst die ganze Folge ärgert, dann darf man jetzt mal hier ein bisschen die Piraten aufmischen. Weiß man nicht, was der Geralt da für eine Verrenkung macht. Wieso kam da jetzt eine weiße Krabbe bei dem? Ja, ich töte, weil ich deine Pfeile lieb, weil sie in mir drinstecken, du Arschloch mit Ohren. Wo sind die denn? Komm, lass die Pfeile stecken. Mamma mia, poca de miseria. Piratennotiz. Gestern haben wir eine Silberschale und eine Rubinbrosche auf dem Grund gefunden. Königin, Schatz ist also wirklich irgendwo dort unten. Vielleicht im Lagerraum eines Fischwracks von der Westküste. Aber wir können sie uns im Augenblick nicht ansehen. Zu viel Seegang. Wir müssen warten, bis sich das Meer wieder beruhigt hat. Wir schlagen ein Lager auf, ja. Das Lager habe ich gerade mal durchkreuzt. Mal gucken, ob die was Brauchbares dabei haben. Oh, mal ein paar geröstete Krabben. Nö. Die ist einfach nur vergangen in den Feuern. Wieso liegt der jetzt hier? Ach, nur da ist wieder ein anderes Lager. Das nehme ich mit. Das kann da bleiben. Jo. Oh, ja. Jetzt weiß ich wieder, was das ist. So schwer ist sie nicht, ne. Achso, ist sie doch nicht. Ja, ich weiß, ich reiß dir gleich deine
Kümmeleier ab, du blödes Stück Scheiße, was du bist. Wenn ich jetzt wieder vor dem Lager steht, dann... Ja, dann kann man die Folge beenden, dann mach mal gleich die Mumen. Scheint, ist der Geralt heute nicht gut gelaunt. Nein, ich will jetzt die Quest machen. So, du machst jetzt keine Nebenfragezeichen gedönt. Weil ich das sag. Was mache ich mit dem Schwert? Was muss ich mit dem Schwert nochmal machen? Wo kommt das rein genau? Ich hoffe, er hat da gespeichert am Strand, wo wir da den Auftrag angenommen haben. Sonst flipp ich aus. Ja, schwimmen sie durch die Luft. Und dann schwimmen sie so nah an den... Okay, wir haben hier gespeichert. Naja, dann wünsche ich euch jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser Folge, auch wenn ich ein bisschen aufgebracht war, nicht salzig. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge, bedanke mich fürs Zusehen bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Dragon Soul. Ciao.